So, da wäre er wieder. Also, kurzfristig darum kümmern, dass hier alles funktioniert. Und dann habe ich langfristig ein Attentat auf euch vor. Es wird ein recht großes Projekt, aber ich denke, es wird eine gute Idee sein. Jetzt aber erstmal das hier regeln. Also, wir wollten schnellere Ärmchen. Ich glaube, das wird nichts. Genau, wir brauchen nämlich blaue Chips dafür. Das heißt, wir müssen mit dem Eisen, so wie es jetzt ist, erstmal klarkommen. Ist die auch okay, weil im Notfall können wir einfach wieder aufhören zu forschen, dann müsste ich das Eisen so weit stauen. Das war die eine Sache. Die andere Sache war Sludge. Genau, dich reißen wir. Bauen Tool. Sieht irgendwie anders aus. Handle Steel, Rod Steel, Heads. Wow. Ja, definitiv anders. Gunmetal Alloy. Nee. Also das ist entweder neu strukturiert oder es sind neue Sachen dazugekommen. Ich glaube, es sind neue Sachen dazugekommen. Stahl. Craft. Und wir können jetzt mehrere auf einmal bauen. Das ist sehr schön. Hatte ich ja schon angemerkt, dass ich sowas richtig gerne hätte. Und tada, hier ist es. Fünfmal. Und es stackt. Sauber. Weg mit dir. Und hin mit dir. Wobei, wie viel Stein haben wir inzwischen in der Kiste? Ja, es geht, es geht. Oh, und das ganze Resin könnten wir mal wieder zu Bäumen verarbeiten. Du kriegst da ein paar. Du kriegst da ein paar. Mach mal bitte. Für Platz im Inventar und so. Ja, also das Kurzfristige haben wir damit behoben. Wir können nicht wirklich viel hier machen und wir können nicht wirklich viel da machen. Also könnten wir, was wäre alles eine Notfalllösung. Jetzt zu dem Attentat. Ich bin nicht zufrieden damit, wie das Ganze jetzt hier ist. Das sieht zu sehr nach Patchwork aus, was es ja auch ist, weil das war alles für ein komplett anderes System konzipiert. Deswegen möchte ich das jetzt alles hier erstmal so laufen lassen, wie es läuft, damit wir Ressourcen durchgehend fließen haben. Aber ich versuche jetzt nebenher die Sachen des Vergangenheit Gerogons abzubrechen und dafür alles, was wir hier brauchen, für die komplette Verarbeitung von dreckigem Roherz bis zu den Platten am Ende, inklusive der Lava und der Steine und der Kohle und so weiter, will ich komplett hier oben aufbauen. Zoom mal ein bisschen ran. So, also hier sollen ja später eh die Züge rankommen. Das heißt, hier landen die Erze. Die Erze werden momentan hier abgebaut, aber wir könnten sie alle von hier aus und von da aus und von da aus einfach nach darüber transportieren. Also hier kommen die Erze dann später an. Dann werden sie hier gesäubert. Daraus entsteht Stein. Stein wird entweder nach unten oder nach oben wegtransportiert und dann genutzt, um die Lava zu erhitzen, die wir dann brauchen, um das Ganze einzuschmelzen und danach zu gießen. Also wir haben die komplette Reihe an Verarbeitungen von Roherz, zu flüssigem Metall, zu Platten hier in einer Reihe. Das wird recht viel Platz nehmen und ich will es auch möglichst platzeinnehmend bauen, damit wir schön viel Platz dazwischen haben. Ähnlich wie hier oben auch. Also bei den Tränken hätten wir auch wesentlich kompakter bauen können, aber ich wollte halt überall Platz dazwischen haben. Und genauso hätte ich das da oben auch ganz gerne. Also wir brauchen erstmal ganz viele Fließbänder, um das ganze Erz nach da oben zu bringen. Wir brauchen ganz viele Poles, um da oben erstmal Strom zu haben. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen Roboports, ne? Ja, da ist überall noch Wald. Wir brauchen den Roboport, wir brauchen Roboter. Roboter? Roboport, könnten wir den da abreißen? Es reicht theoretisch ein Roboport. Wir brauchen auch eine Logistikkiste. Wir brauchen erstmal Stahl. Lass mich da durch. Weg mit dir. Licht brauchen wir auch noch. Gib mir aber erstmal Stahl. Gib mir das ganze Eisen. Danke. Gib mir das Stahl da auch noch. Gib mir. Haben wir Draht? Nein. Haben wir Draht über? Nein. Hier, nimm Kupfer. Mach Draht. Zahnräder. Zahnräder brauchen wir auch für recht viele Sachen. Nimm mal mit. Grüne Chips leider gar nicht. Ja, rote Chips entsprechend wahrscheinlich auch nicht. Oh doch, nimm. Oh, wir haben schon genug. Ja, grüne sind das Problem, ne? Ja. Und Fließbänder, genau. Nimm alles mit. So. Also Fließbänder, Poles haben wir 16. Brauchen wir mehr? Eine Logistikkiste, mehr Construction Boards. Wir brauchen die Blaupausen unbedingt gleich. Storage Tank MK3, sehr gut.
Blaupausen erforschen, bitte. Damit wir die Bäume abreißen können. Dann brauchen wir noch die Liquid Handler. Wir brauchen neue Splitter, Underground Bales und was weiß ich. So, schon mal auf Vorrat. Wir brauchen dann die MK3-Tanks. Weil die vier MK1-Tanks hier waren ein bisschen Overkill. Das schafft auch ein MK3-Tank, denke ich mal. Vor allem, weil wir Lava ja auch nicht so wirklich auf Vorrat halten müssen. Wobei, es wäre schick. Man muss ich gucken. Aber dann können wir halt einen Vorrat machen aus zwei MK3-Tanks. Das werden dann wahrscheinlich später eh MK5-Tanks oder was auch immer. Das ist okay. Zentrifugen hatten wir schon angefangen zu bauen, ne? Drei Stück. Ja, wie viele Zentrifugen hätte ich gerne? Wenn die später mit den schnellen Ärmchen arbeiten und durchgehend ausgelastet sind, werden wir trotzdem, glaube ich, fürs Eisen 4 brauchen. Für Kupfer wahrscheinlich eigentlich nur 3, aber 4 und 3 würde unsymmetrisch aussehen, also für beides jeweils 4. Und dann nochmal 2 fürs Sludge. Nee, komm, wenn wir 4 für Eisen und 4 für Kupfer haben, dann werden wir so viel Sludge produzieren, dass da 2 nicht hinterherkommen. Also nochmal 4 für Sludge. Wären wir also bei 8 Zentrifugen. Ah, ist schon mal ordentlich. Aber können wir sogar jetzt schon bauen. Oder in die Warteschlange schmeißen zumindest. Das ist gut. Wir brauchen, wie ich sehe, die Pumpen auch noch. Haben wir 2. Ja, sollte ich jetzt nicht alles zumüllen, sonst will ich gleich irgendwas bauen, dann haben wir keinen Platz. Aber ich merke mir, Pumpen brauchen wir auch noch. Pumpen, Tanks, neue Blastfurnisse, neue Forges. Oh, das staut sich hier. Sehr gut. Wie kommt das denn? Habe ich irgendwo was kaputt gemacht? Ja, hier ist was kaputt. Hier fehlt ein halbes Ärmchen. So. Aber mit dem Eisen. Dass sich das Eisen hier gestaut hat. Es kommt da runter, es kommt da raus. Es wird aufgesplittet. Es wird hier nicht verbraucht, weil bis eben kein Kupfer da war. Das nutze ich mal aus. So. Die können übrigens weg. Wir wollen hier Platz schaffen. Weg, 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 weg. So. Genau, Eisen kommt an, Eisen kommt an. Nö, ist alles verbunden. Und trotzdem staut es sich teilweise. Das ist sehr schick. Ah, okay. Es wird kein Eisen verbraucht, weil kein Kupfer ankommt. Deswegen können das jetzt aber nicht verbraucht werden. Ja, das ist ärgerlich. Woran hapert es jetzt schon wieder beim Kupfer? Ich würde eigentlich jetzt an dem neuen Projekt ganz gerne arbeiten und nicht hier rumwuseln. Sludge? Sludge ist noch nicht voll. Es kommt kein Kupfer an. Au. Ja, das ändern wir mal um. Du kriegst ein halbes Ärmchen in die Richtung. Und, nein, nein. Halbes blaues Ärmchen in die Richtung. Und normales blaues Ärmchen in die Richtung. So, das sieht doch schon besser aus, oder? So, ihr beiden arbeitet jetzt schön schnell. Schnell. Ihr arbeitet schön effektiv. So. Und die Sludge-Verarbeitung unten, die wollte ich noch mit den MK2 blauen Modulen versehen. Ja, habe ich jetzt. 5 MK2-Module, das Ding ist immer noch so langsam. Ja, brauchen wir definitiv 4 davon, wenn nicht sogar noch mehr. Oh, und mein Spielercraft-Zeug ist nicht ausgelastet. So, 8 Zentrifugen ist ein Anfang. Bau bitte. Oh. Gute Frage. Bau jetzt bitte wieder Piu-Piu-Zeug. Ja, bau bitte Piu-Piu-Zeug. Genau, Spielelemente auslasten. Wir brauchen... Ach, 11 Construction Bots reichen eigentlich schon. Dann bau bitte Händler. 4 Stück. 6 Stück. Und 2 Forges, damit wir schon mal das einigermaßen gut aufbauen können. Und 2 Blast Furnace, warum nicht? Sand. Oh, wir haben keinen Sand. Kann das sein? Ja, ich denke schon. Du hast als Nebenprodukt Stein. Hier hinten.
Wo kam hier hinten das Wasser her? Von da. Ah, da ist noch eine Kiste mit Sand. Gib mir bitte ein Stack Sand für etwaige Rezepte, die mal benutzt werden müssen. Okay, 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 okay. Ah, hier schaut sich das alles. Gib mir mal grüne Chips und Engines. Wo sind Engines? Da. Achso, haben wir schon ein paar. Ja, na gut. So, so, so. Du bekommst die da, dann für zwei ganze Stacks haben und keine angebrochenen. Oh, und hier ist irgendwas nicht mehr da. Das war wohl mal Stein. Hm? Ja. Weg, weg. So. Poles. Hier würde ich jetzt gerne den... War das richtig? Ja, war richtig. Hier hätte ich jetzt ganz gerne dich. Du kriegst die da. Und ich hätte jetzt gerne die Blaupause da. Die muss ich craften. Crafte bitte eine Zerstörpause. Da. Und jetzt crafte bitte weiter die Forges und die Blastfurnace. So. Zerstör bitte den kompletten Wald. Die Beißer werden mich lieben. Hier, mach mal. Haben wir eine Kiste? Ja, hier Kiste. So. Ja, ja, wir müssen dann gegensteuern, ne? Wir müssen dann selber aufforsten, aber das gucken wir dann später. Ich denke, ich werde das hier zumachen, dass wir hier eine schön glatte Fläche haben. Mit dem letzten Landfill. So. Ja, brauchen wir auch noch mehr. Oh ja, da sind die Roboter, das beschäftigt, das ist okay. Ich beschäftige mich derweil auch mit den ganzen Poles überall. Und habe so ein halbes Auge auf das Spielercrafting. Da, 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 da. Und ich hoffe, dass die Beißer uns jetzt in Ruhe lassen. Was unwahrscheinlich ist, wenn wir den Wald jetzt abholzen, das weiß ich. Aber ich kann ja hoffen. Weil ich würde echt ganz gerne das komplette System jetzt umbauen, bevor wir wieder größeren Angriffen aus... Achso, das sind nur Warnungen von den Bots, ja. Ohne dass wir jetzt größere Angriffe haben. Dun, dun, dun. Weil eigentlich ist das, was ich jetzt tue, nicht notwendig. Ich tue es nur, weil es für mich dann schöner aussieht und weil es am Ende, also in, keine Ahnung, 20, 30 Folgen oder so, wahrscheinlich wesentlich effektiver laufen wird. Als wenn ich jetzt da unten so weiter rumpatchworke. Da. Mehr davon. Viel mehr davon. Und danach erst die schwierigen Blastfurnace. So. Der Wald lichtet sich langsam. Die Roboter sind nämlich tierisch lahm. Können jeweils nur eintragen. Und müssen lange aufladen. Ja, das sollte ich nicht bei zugucken. Das können die schon so machen. Ich gucke derweil, ob der Sludge-Tank voll ist. Was eigentlich ziemlich sicher ist. Komme ich hier durch? Nein. Komme ich hier durch? Ja, nein. Es war früher mal schlimmer. Wenn es nicht gut läuft, einfach drüber nachdenken, dass es vorher noch schlimmer war, dann geht's wieder. So, du bist voll. Geh weg. So, haben wir einen MK3-Tank? Ne, setz den wieder hin. Solange bis wir hier Spieler-Inventar Crafting frei haben, dann wo bitte einen MK3-Tank? Ja, jetzt müsste doch eigentlich Kupfer wiederkommen. Wo ist denn jetzt das Problem? Sludge wird abgepumpt, aber nicht schnell genug, ja. Okay, setzen wir einfach jetzt die Pumpen, die wir hier haben, nach da? Ja, nach da. Kann ich dich da nicht hinsetzen? Mehr Schaden bitte. Ach so geht das, okay. Werdet ihr jetzt schneller leer gesaugt? Nicht du. Ihr. Ja, fast instant. Okay, das ist okay. Dim, 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 dim. Genau da wird Saugwirkung entstanden und das saugt alles aus den Rohren schneller in die Richtung runter. Schmelz, schmelz, schmelz. Platten, platten, platten. Ja, sieht wieder gut aus. So lange, bis der Tank da voll ist, was innerhalb von ein paar Sekunden sein wird.
heißt, lass mich jetzt durch, brech das Ding da ab, bau den doofen MK3-Tank, damit wir das Problem um eine Minute nach hinten verschieben können. Du, dahin. So. Okay, jetzt würde ich gerne wieder weitermachen. Wir haben Forges. Ich hätte gerne noch zwei Forges. Ich brauche grüne Chips. Brauche ich wahrscheinlich wieder Eisen. Da. Stahl können wir auch ein bisschen brauchen. So. Und bau einfach mal für den Eigenbedarf ganz, ganz viele grüne Chips. So. Und jetzt überlege ich mir hier schon mal... Oh ja, sieht gut aus. Überlege ich mir hier schon mal, wo genau jetzt der Zug reinkommt. Wie viel Platz der braucht zum Entladen und so weiter. Also mittig ist normalerweise ja schön. Aber ich denke, praktischer wäre es, wenn es oben reinkommt. Also wenn ich das hier auch noch zuschütte, die Mauer ein bisschen höher mache und der Zug dann hier ankommt und nach unten entlädt. Und dann ist direkt darunter die Säuberungsstelle quasi, sowohl für Kupfer als auch für Eisen. Und dann geht es von hier aus in die Schmelze und... Ja, könnten wir so machen.